Ja, also mein Name ist Peter Beck. Ich bin Facharzt für Innere Medizin. Ich bin Facharzt für Nierenkrankheiten, Nephrologie und Facharzt für Immunologie, also die Lehre von Körperabwehr. Und Immunologie ist ja jetzt gerade so ein ganz gängiges Thema. Als ich das wissenschaftlich bearbeitet habe, war das so ein Randthema, auch in der Medizin. Und ich bin ganz erstaunt, wie viele Immunologen wir jetzt in Deutschland haben. Alle, so wie wir 80 Millionen Bundestrainer haben, haben wir jetzt 80 Millionen Immunologen, die alle wissen, wie die Körperabwehr funktioniert. Gesundheit um jeden Preis ist ein breites Thema, was ich sowohl schulmedizinisch als auch von der Alternativmedizin her betrachten will. Vielleicht mal ein paar Daten. Wir sind in 2017 in Deutschland das erste Mal über 370 Milliarden Euro für Ausgaben im Gesundheitswesen gekommen. Das heißt, 370 Milliarden Euro. Da wurde mir plötzlich bewusst, 370 Milliarden Euro geteilt durch 365 Tage. Das bedeutet, wir geben pro Tag schon 2017 eine Milliarde Euro für Gesundheit aus. Wir sind inzwischen schon wieder weiter. Inzwischen sind wir schon bei 410 Milliarden. Und wenn man das runterrechnet auf jeden Bürger, dann sind wir bei ungefähr 5.000 Euro pro Bürger wird für Gesundheit ausgegeben. Das sind auch alle unsere ganz kleinen Enkel, alle dabei, alle Bürger von alt bis klein, was natürlich unsinnig ist, in dem Sinne, dass ganz schnell zu erkennen ist, diese unglaubliche Summe wird natürlich hauptsächlich von einem kleineren Teil ausgegeben, beziehungsweise für einen kleineren Teil ausgegeben. Das sind die älteren Menschen, die häufiger krank werden. Das sind Menschen, die chronisch krank werden. Da ist der Ausgabenanteil viel, viel größer. Und wir wissen so ungefähr, dass wir in der Schulmedizin vier große Bereiche haben. Das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind die Muskel-Skeletterkrankungen, also die rheumatischen Erkrankungen im weitesten Sinne, die Krebserkrankungen und die psychischen Erkrankungen. Und für den Vortrag habe ich mich gerade heute noch einmal informiert, dass der Anteil an psychischen Erkrankungen bei ungefähr 28% liegt. 28% der deutschen Bevölkerung werden pro Jahr mindestens einmal krank an einer psychischen Erkrankung. Das sind meistens Angststörungen. Wir sind ja berühmt auf der Welt, das Volk mit Angst. Und es ist dazu, schlägt es sich auch nieder, widerspiegelt sich das auch in den Statistiken, dass wir also sehr viel auch mit psychischen Erkrankungen zu tun zu haben. Und alleine die psychischen Erkrankungen haben direkte Kosten von 44 Milliarden Euro. Indirekte Kosten, also ich zitiere jetzt hier alles, die Deutsche Psychiatrische Gesellschaft, indirekte Kosten sind es bei sage und schreibe 144 Milliarden Euro. Der Arbeitsausfall bei psychischen Erkrankungen ist sehr erheblich. Die Menschen gehen häufiger als alle anderen bei allen anderen Erkrankungen in Frührente. Das heißt also, da ist ein unglaublicher Anteil, eine unglaubliche Masse an Menschen, Krankheiten, Geldausgaben, die zu bewältigen sind. Und die Frage ist es gar nicht anders machbar? Aber das können wir später beantworten oder uns dazu nochmal Gedanken machen. Der größte Teil sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und darum sind es wieder auch eigentlich kleinere Gruppen. Wir wissen, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz wesentlich von bestimmten Vorbedingungen ausgehen müssen. Das heißt also, das ist das Rauchen, das sind unsere Gewohnheiten von Essen und Trinken.
Wir kommen dadurch in bestimmte Krankheiten hinein. Das ist also die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus, und zwar der Diabetes mellitus Typ 2. Der Typ 1 ist der, der beim jugendlichen Menschen aufgrund von wahrscheinlich viralen und genetischen Bedingungen entsteht. Das ist was Seltenes. Aber der Typ 2 Diabetes, also die Zuckerkrankheit Typ 2, ist eine Krankheit, die wir im Erwachsenenalter bekommen und die sich immens ausbreitet in Deutschland. Wir sind jetzt ungefähr bei 7 Millionen Menschen in Deutschland, die Zuckerkrankheit haben. Und die machen einen ganz großen Anteil, auch es liegt ungefähr bei 30, 40 Milliarden Euro, diese 7 Millionen Menschen. Die 30 bis 40 Milliarden Euro Kosten entstehen lassen für unser Gesundheitswesen. Darunter sind alle möglichen Krankheiten vom Herzen, weil die Herzkranzgefäße verkalken, weil die Gehirngefäße verkalken, Herzinfarkt, Schlaganfall, weil die Nierengefäße verkalken und damit Nierenerkrankungen entstehen. Diese Menschen müssen an die Dialyse. Als ich junger Doktor war, 1970, 1980, da war Diabetes, also mellitus Typ 2, das ist also diese Zuckerkrankheit, das war eine rare Sache bei den Menschen, die an der Dialyse waren. Und heute ist es was Häufiges. Das ist die vorherrschende Erkrankung, die zur künstlichen Nierenabhängigkeit führt. Und so geht es weiter durch alle möglichen Erkrankungen, dass offenbar ein ganz großer Zusammenhang besteht mit unseren Gewohnheiten. Und da wir nicht so gerne von unseren Gewohnheiten lassen, gucken wir, was wir in der Schulmedizin tun können, wie man diese Krankheiten zum einen in den Griff bekommt, beziehungsweise ihre Auswirkungen in den Griff bekommt. Und es ist uns eben Gesundheit etwas total Wichtiges. Und das ist ja auch verständlich. Ich bin mit Begeisterung Arzt und freue mich über diesen medizinischen Beruf. Ich habe mal ganz was anderes machen wollen. Ich wollte mal Astronomie studieren, dann wollte ich Physik studieren. Ich wollte alles Mögliche studieren, weil ich ein sehr gutes Abitur hatte. Und ich konnte mich erst mal gar nicht richtig entscheiden, was ich mache. Und dann habe ich mich für Medizin entschieden. Ich sage schon mal so im Vorgriff, ich war in der Kompanie, im Kompaniegebäude in der Bundeswehr und plötzlich sagt mir eine Stimme, mach Medizin. Ich war völlig platt. Wieso soll ich Medizin machen? Und das war eine herrliche Entscheidung. Später habe ich dann gemerkt, dass schon da Gott zu mir sprach, obwohl ich überhaupt nicht Christ war. Und so habe ich also Medizin gemacht und das mit großer Freude und kümmere mich daher mit großer Begeisterung um Gesundheit beziehungsweise um Menschen zu helfen, aus ihren Krankheiten herauszukommen. Nicht alles lässt uns ja zur Gesundheit dienen und lässt die Menschen wieder gesund werden. Manchmal, besonders bei uns Internisten, kennen wir das, dass Krankheiten nicht unbedingt heilbar sind, aber dass sie zumindest linderbar sind. Ich habe mich auch in diesen Tagen belesen, nochmal für den Vortrag. Pro Tag werden in Deutschland über 40.000 Narkosen durchgeführt. Und von denen sind es hauptsächlich Vollnarkosen. Und dann habe ich natürlich mal nachgeguckt, was heißt 40.000, was ist das so für eine Stadt? Also eine Stadt wie Pirmasens, die hat ungefähr 40.000 Einwohner. Das heißt, pro Tag wird in Deutschland eine Stadt wie Pirmasens mit 40.000 Einwohnern schlafen gelegt zur Operation. Das ist also eine, ich will damit so zeigen, eine riesen Medizinmaschine, die da läuft. Jeden Tag in Deutschland. Und wir versuchen, alles hinzubekommen, wie können wir Menschen helfen, wie können wir sie gesund machen, wie können wir ihnen in ihren Erkrankungen helfen. Ob das jetzt ein Freund ist, der vor kurzem operiert worden ist an der Wirbelsäule, oder ob es eine andere Bekannte ist, bei der man ein furchtbares Gerinnsel aus dem Gehirn herausgezogen hat und damit einen schrecklichen Schlaganfall verhindern konnte. Also da bin ich selbst begeistert und beeindruckt,
auch als erfahrener Arzt, was heutzutage möglich ist, was wir machen können, damit es Menschen wieder gut geht. Dass, wie gesagt, diese Patientin, da drohte ein riesen Schlaganfall und jetzt hat sie nur noch eine Stimmschwäche, jetzt hat sie eine gewisse Gesichtsschwäche, Lähmung, eine gewisse Beinheberschwäche, aber das, was drohte, was hätte sein können, ist durch diese exzellente Maßnahme verhindert worden, indem man mit einem Katheter in eine Arterie hineingeht, hierauf ins Gehirn hinaufgeht und oben im Gehirn ein Kontrastmittel gibt und dann im Gehirn feststellt, dass da tief im Gehirn in einem Blutgefäß ein massives Gerinnsel entstanden ist und dieses Gerinnsel wird mit einem anderen Katheter, dann wird dieser Katheter herausgenommen, mit einem anderen Katheter wird dann dieses Gerinnsel herausgezogen. Also unglaublich, was man da machen kann. Gleichzeitig besteht ja die Gefahr, dass sich von diesem Gerinnsel etwas ablöst und dann weiter ins Gehirn fliegt. Und auch das ist ein Geschenk. Ich finde, es ist auch eine Gnade, es ist ein Geschenk, dass es diesem Arzt gelungen ist, das zu verhindern. Und da will ich schon so ein bisschen andeuten, alles, was wir tun, ist nicht einfach nur in unserer Macht. Und mir ist bewusst geworden, besonders nachdem ich Christ war, dass in meinem Berufsleben ganz vieles mir gelungen ist, weil Gott mir geholfen hat, weil ich jeden Morgen, besonders als ich Chefarzt war, ich bin 23 Jahre lang Chefarzt gewesen an dem Krankenhaus in Waiblingen, da bin ich jeden Morgen auf die Knie gegangen, habe gebetet, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Tag führst, dass du mich gelingen lässt, das, was ich tue und dass die Medikamente so wirken, dass die Maßnahmen so laufen, wie du das möchtest, dass es wirklich unter deinem Segen und unter deiner Führung ist. Das habe ich jeden Tag so gemacht. Und ich glaube, dass Gott mich auf diese Weise geführt hat, meinen Beruf gut durchzuführen. Das Thema hat ja aber auch einen Aspekt um jeden Preis. Gesundheit um jeden Preis. Und so großartig das ist, was ich jetzt schon so dargestellt habe, wir müssen auch denken, wir sind ja so gebaut, wir hören ja als Menschen nicht auf. Und auch wir Ärzte hören nicht auf, wenn uns mal was gelungen ist. Gesundheit um jeden Preis hat den einen Bereich, der ist inzwischen sehr wichtig geworden. Wir machen viel Fitness, wir machen viel Bewegung, viel Fitness. Bis zur Corona-Krise waren die Fitnessbüros heiß begehrt. Und es ist auch überhaupt kein Wort jetzt von mir gegen Fitness. Ich selbst gucke, dass ich mich fit halte, dass ich mich in Bewegung halte. Aber wir wissen selbst, auch das ist jetzt schon mehrfach auch in Zeitungen aufgemerkt worden, dass wir auch da eine Tendenz bekommen, daraus eine Sucht zu entwickeln. Und dass Menschen von ihrem Fitnessbedürfnis nicht wegkommen können, nicht loslassen können. Da gibt es sogar inzwischen Studien, welche Endorphine, also welche Hormone im Gehirn dabei aktiviert werden, die das Ganze zur Sucht werden lassen. Also ganz einfach, ich rate, lass uns Fitness eine Freude sein. Ich bin ein schlechter Sportler. Ich habe nur Vieren gehabt in der Schule und das ist mir erst später gelungen, erst später in der Bundeswehr habe ich gemerkt, es gibt noch Leute, die noch schlechter sind als ich und dann habe ich langsam angefangen aufzubauen und wurde aktiver und habe eine Freude am Sport und an Bewegung und ich sage immer meinen Patienten, sie müssen keine Leistung bringen. Wenn Sie auf Ihrem Hometrainer zu Hause sind oder auf dem Fahrrad in der Gegend rumradeln oder schwimmen oder was anderes machen, kein Mensch, Sie müssen es keinem Menschen beweisen, was Sie gemacht haben. Das ist einfach zu Ihrer eigenen Freude und zu Ihrem eigenen Wohl. Und es soll Ihnen Freude machen, es soll kein Krampf und kein Zwang sein. Eine andere Sache ist mit dem Gesundheit um jeden Preis, das sind diese Nahrungsergänzungsmittel.
wo wir meinen, zu unserer Gesundheit müssen wir noch eins draufsetzen. Das ist so vielleicht überhaupt der ganze Gedanke mit diesem Gesundheit um jeden Preis in diesem Bereich, dass wir meinen, wir müssen unsere Gesundheit noch mal verbessern. Das heißt also mit Nahrungsergänzungsmitteln, das ist ja ein Riesenmarkt geworden, der auch 3 bis 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr verkonsumiert, wo Menschen denken, sie müssten mit bestimmten Vitaminen, mit bestimmten Salzen, mit bestimmten Spurenelementen nochmal was ihrem Körper gut tun. Ich sage mal ganz pauschal, das ist gut. Nahrungsergänzungsmittel wären gut für die Menschen in Bangladesch und in Belgisch-Kongo oder in der Demokratischen Republik Kongo heute. Das, also in armen Gebieten, nur die Menschen kriegen das gar nicht. Also die könnten das brauchen, die Nahrungsergänzungsmittel. Wir sind eigentlich, wenn wir uns breit ernähren und wir haben alles zur Verfügung, was hier in Deutschland die Supermärkte und die Regale bieten. Also wir müssen uns nicht nochmal speziell ernähren, damit wir noch gesünder werden. Im Gegenteil, es gibt inzwischen immer mehr Ergebnisse und Probleme mit Menschen, die bestimmte Stoffe zu viel nehmen. Denn auch Vitamin D und auch Vitamin C haben nicht nur ihre positive Wirkung, sondern haben auch ihre Nebenwirkung. Kein Medikament, kein Stoff auf dieser Erde ist frei von Nebenwirkungen. Ich kann es alles auch überdosieren, beziehungsweise wir müssen auch daran denken, ob wir, wenn wir jetzt Vitamin D nehmen oder Calcium oder andere irgendwelche Stoffe, die können Zwischenaktionen mit anderen Stoffen machen, die wir auch nehmen, insbesondere Medikamenten. Wenn es also Menschen in meinem Alter sind, die meinen, sie müssten irgendein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann bitte daran denken, dass sie ja auch Medikamente nehmen. Und diese Medikamente können darauf falsch oder schlecht wirken. Das heißt, da gibt es sogenannte Interferenzen und Interaktionen. Das heißt also, ich würde, wenn es jemandem im Wesentlichen gut geht, dann würde ich das bei Sport und Bewegung belassen und nicht auch noch ominöse, dubiose Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen. Jetzt gibt es noch Gesundheit um jeden Preis, den Bereich in der Schulmedizin, wo wir langsam sagen müssen, also wir sind ja so ehrgeizig. Es ist auch gleichzeitig, wie gesagt, begeisternd, was wir alles in der Medizin hinbekommen. Ich bin selbst viele Jahre Forscher gewesen in Immunologie und in Neurophysiologie, also in Nervenforschung. Ich habe viel über Nervenschmerz, über Schmerz geforscht, wie der Schmerz weitergeleitet wird in den Nervenbahnen bis zum Gehirn. Das ist begeisternd, aber wir haben ja so die Art, eben nicht aufzuhören. Und Sie haben vielleicht jetzt gerade in diesen Tagen gelesen, das erste Schweineherz ist transplantiert worden in Amerika. Und dieser Mensch, dem hat man kein anderes Herz zur Verfügung stellen können, wollen, als nur ein Schweineherz. Das ist mal so die neueste Spitze, die wir jetzt gerade in der Medizin erreicht haben. Und da muss man sich natürlich schon mal fragen, ist das noch gerechtfertigt? Ich kann den Menschen gut verstehen, der will nicht. Ich kenne viele Menschen, die auf ein Organ warten. Ich war an der Medizinischen Hochschule Hannover. Das ist die Hochschule, die in Deutschland, in Europa in bestimmten Bereichen führend ist in der Organtransplantation. Ich habe selbst viele Patienten begleitet und behandelt, die auf ein Organ warten. Ich verstehe und weiß, was das bedeutet, zu Luftnot zu haben, keine Treppe mehr hochgehen zu können, von jedem abhängig zu sein und zu wissen, dass das Leben nicht mehr lange dauert, wenn ich nicht ein Organ bekomme. Ich habe über dieses Thema Organspende schon selbst eigene Vorträge gehalten. Ich mache das daher hier nicht so lange. Ich denke, dass wir überlegen müssen und wirklich wissen müssen, dass es
in der Organtransplantation so begeisternd das ist, was da alles erreicht worden ist, Bereiche gibt, wo meiner Meinung nach wir eine Grenze überschritten haben. Wo wir sagen, also bei dem Organentnahme von sogenannten Hirntoten, dass wir sagen, diese Hirntoten sind tot. Deswegen, weil sie sich nicht mehr selbst bewegen können, weil sie von der Beatmungsmaschine abhängig sind, weil sie nicht mehr aufwachen werden. Das ist alles richtig. Und trotzdem ist da ein Kreislauf und trotzdem sind da aktive Organe. Alle Organe arbeiten, denn ich will sie ja entnehmen. Es ist ja so, dass wir diese Organe von diesen Hirntoten haben wollen. Daher sind die Organe nicht tot. Das heißt, die Organe leben. Von daher ist dieser ganze Hirntote, also diese Definition gibt es ja seit 1968 von der Harvard University, wo diese Definition geschaffen wurde, damit wir an Organe drankommen, im guten Sinne, um Menschen zu helfen. Aber wo wir entschieden haben, also wir, das heißt die damaligen Mediziner, die damaligen Juristen, Theologen, und dem haben wir uns ja weltweit bis auf wenige Länder angeschlossen, dass wir sagen, der Hirntote ist tot. Nur, ich gebe ich zu bedenken, ich bin ja selbst ein Anhänger dieser Sache gewesen, dieses Denkens. Ich habe das selbst, wie gesagt, mitbegleitet, mitgefördert, bis mir Gott deutlich gemacht hat, der Hirntote ist keine Leiche. Und das ist für mich eine unglaubliche Erkenntnis gewesen. Das heißt also, er ist nicht tot im eigentlichen Sinne. Wir erklären ihn für tot. Wir, selbst die Kirchen, alle sagen, diese Menschen sind tot, aber eine Leiche sind sie alle nicht. Und ich bin mir dessen gewiss, dass bei Gott diese Menschen nicht tot sind. Das hat Gott mir auch ganz deutlich gesagt, als ich eines Tages mal selbst einen Patienten für die Organtransplantation, da war ich junger Chefarzt gewesen, für die Organtransplantation, also für die Organentnahme, Entschuldigung, für die Organentnahme freigegeben habe, dass man ihm die Organe entnehmen darf. Und der junge Doktor, der meine Erlaubnis haben wollte, und ich kannte diesen Patienten gut, ich habe ja gesagt, und in dieser Nacht wurde ich unruhig und da merkte ich, irgendwas stimmt nicht. Ich habe zuerst gedacht, stimmt was nicht mit meiner Frau und meinen Kindern zu Hause. Und dann merkte ich, dass jemand zu mir spricht. Und ich merkte dann, es ist Gott, der zu mir spricht und mir sagt, Peter, du hast mich nicht gefragt. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso habe ich Gott nicht gefragt, zu was denn? Du hast mich nicht gefragt, als du vorhin diesen Patienten freigegeben hast für die Organentnahme. Und da dachte ich, wieso, das habe ich doch immer so gemacht, das machen wir doch alle immer so, das ist doch richtig so. Und Gott sagte mir, ja, aber bei mir ist es nicht richtig so. Ja, dann sagte ich, aber Gott, also die Kirchen haben auch ja gesagt, dass der Hirntote ein Toter ist und dass die Organentnahme was Gutes ist und damit ist es das christliche Nächstenliebe und das ist altruistisches Verhalten. Also altruistisches Verhalten heißt, etwas einem anderen Gutes tun und daher ist es doch was Gutes. Und Gott sagte, ja, das verstehe ich alles, aber du hast mich nicht gefragt. Und mir wurde deutlich, dass ich Gott nicht gefragt habe, ob dieser Mensch freigegeben werden darf und ob er überhaupt wirklich tot ist. Und ich sage, bei Gott ist dieser Mensch nicht tot. In der Bibel gibt es in Jeremia 21 eine Situation, da kämpften Feinde gegen Israel und am nächsten Morgen waren diese Feinde tot, lauter Leichen. Das heißt also, Gott selbst hat also klar definiert, was tot ist. Tot ist, wenn man eine Leiche ist. Also dafür brauchte ich
ich glaube, 15 Jahre, bis ich das kapiert habe. Jetzt bin ich, habe ich dadurch viele Gegner, die das alle anders sehen, vielleicht auch von Ihnen Zuhörer, einige Gegner, die das komplett anders sehen. Aber ich weiß mich da sehr gut geschützt und von Jesus und von Gott. Ich bin ganz sicher, dass wir da Gesundheit um jeden Preis übertrieben haben, dass wir da zu weit gegangen sind, dass wir an dieser Stelle etwas tun, was Gott nicht mehr will. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott nicht will, eine Lebensspende. Also das wäre jetzt ein eigener Vortrag. Bei der Lebensspende stirbt der Spender nicht, deswegen Lebensspende. Und der Organempfänger bekommt ein Organ, das kann man alles planen, das ist im Gegensatz zur Hirntod-Spende, Organspende planbar, das ist sehr viel besser durchführbar. Die Ergebnisse sind auch viel besser. Es ist aber so, dass wir in Deutschland nach wie vor erstmal gehalten sind, laut Transplantationsgesetz, dass wir erstmal Patienten aussuchen müssen, die hirntot sind. Das heißt also, die meisten Organe werden von Hirntoten entnommen. Und da sehe ich ein erhebliches Problem. Wir haben ja gerade mit dem Beginn der von 2020, im Januar 2020, als die ganze Corona-Krise begann, haben wir schnell auch im Bundestag noch ein Thema abgearbeitet, das ist die Widerspruchslösung. Und diese Widerspruchslösung bezog sich auf die Organtransplantation, wenn Sie sich erinnern. Und da geht es darum, dass die Regierung, Herr Spahn und Frau Merkel, wollten durchsetzen, dass die Widerspruchslösung kommt. Das heißt, dass man uns Organe entnehmen kann, wenn wir sozusagen hirntot sind, ohne uns zu fragen. Weil die Widerspruchslösung heißt, wenn wir nicht ausdrücklich Nein gesagt haben, haben wir Ja gesagt. Das wollte die damalige Regierung so und es ist aber nicht durchgekommen und ich sage Gott sei Dank. Denn es heißt, man kann nicht unbedingt sagen, dass jeder Mensch sich ausführlich in seinem Leben informiert und beliest zur Organspende und jederzeit weiß, was er tut, wenn er nicht Ja sagt oder wenn er ausdrücklich Nein sagt. Sondern ich denke, da war mal kurz die Gefahr, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, was für uns gut und richtig ist. Und wir haben, das ist zum Glück nicht durchgekommen in Deutschland, die Widerspruchslösung. Ich bin aber gewiss, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange an diesem Thema ist. Gesundheit um jeden Preis ist nochmal auch in einem anderen Bereich eine todernste Sache. Das ist in der Abtreibung. Hier wird auf die Frau gesehen, die gesund sein soll. Bei einer Abtreibung wird und bleibt die Frau gesund, aber ganz in 100% der Fälle stirbt das ungeborene Leben im Mutterleib. Und das muss man sich einfach mal bewusst werden. Ich habe das mal im Spaß in Amsterdam am Rotlicht Platz, am Platz vor dem Rotlichtviertel mit einem Mann besprochen, weil der sagte, ach, was heißt denn Abtreibung? Abtreibung heißt doch, der Frau wird geholfen und das Embryo, das ist ein Zellhaufen. Und da sagte ich ihm und zeigte mir das plötzlich, dieses Beispiel. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann ist dieses Embryo, das da entsteht, immer schon ein Mensch. Es ist niemals, da kommt niemals ein Krokodil heraus, da kommt niemals ein Baumstamm heraus, da kommt immer ein Mensch heraus. So banal ist es. Und was wir da töten, ist ein werdender Mensch. Und dann muss man auch leider knallhart sagen, dass das ist alles Statistisches Bundesamt, dass in weit über 95, also in über 95%, die Frauen nicht in einer Notlage sind, in einer medizinischen Notlage. Die medizinische, es wird unterteilt nach verschiedenen Kriterien, die medizinische Notlage
für schwangere Frauen, die vor der Frage der Abtreibung stehen, ist unter 5%. Das heißt also, in den allermeisten Fällen wollen Frauen das Kind nicht haben. In den allermeisten Fällen wollen sie ein anderes Leben führen. Aber gleichzeitig bedeutet das den Tod eines Kindes. Und wir müssen wissen, was wir damit tun. Gesundheit um jeden Preis hat auch andere Bereiche. Den Bereich der Alternativmedizin. In der Alternativmedizin, also der anderen Medizin, alternativ heißt ja andere Medizin, mir wird man so bewusst vor Gott, ist auch die Schulmedizin eine Alternative zu seiner Medizin. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also von daher gibt es eigentlich eine göttliche Medizin, wie immer sie auch aussieht, wie immer sie auch praktisch durchzuführen ist. Da fällt mir gerade noch ein Bibelspruch dazu ein. Ich habe das mal vor einer CDU-Versammlung, da war ich gebeten worden zu einem Vortrag. Und da kam mir so in der Vorbereitung das Bibelwort in 2. Mose 23, 25. Wenn du den Geboten deines Gottes gehorchst, dann werde ich die Krankheiten aus deiner Mitte nehmen. Das heißt, wenn wir das tun, ganz simpel gesprochen, was Gott möchte, dann wird Gott die Krankheiten aus unserer Mitte, aus der Mitte unserer Gesellschaft nehmen. Das heißt, wenn wir das nicht tun, dann wird Gott die Krankheiten nicht aus unserer Mitte nehmen. Und dabei wurde mir bewusst, dass es ganz viele Krankheiten, ich merke gerade, warten Sie noch mal 5 Minuten auf die Alternativmedizin. Mir wird bewusst dabei, ganz viele Krankheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind deswegen, weil wir uns nicht nach den Ordnungen Gottes halten. Wäre ich Martin Luther, dann würde ich sagen, fressen, saufen, huren. Und leider ist es wirklich so. Ich habe vorhin schon das Beispiel mit dem Diabetes mellitus Typ 2 angesprochen. Leider ist es ja inzwischen so, das trifft ja jetzt nicht nur die Erwachsenen, nicht nur die 40-, 50-Jährigen, die zu viel essen und zu viel trinken, bekommen Nierenkrankheiten und kommen dann an die künstliche Niere. Nein, das geht ja jetzt schon auch los bei den Kindern. Immer wieder sehen Sie sicher auch in den Zeitungen dicke, fette, fettleibige Kinder, die haben Typ 2 Diabetes. Das ist eigentlich eine Krankheit, wie gesagt, vor einigen Jahrzehnten für ältere Menschen gewesen. Und wir haben immer gedacht, das gibt es nicht bei Kindern. Nein, das gibt es da genauso. Wenn Kinder zu viel essen, zu viel trinken, dann werden sie fettleibig, dann bekommen sie diese Krankheiten, dann bekommen sie Hochdruck und dann bekommen sie alle möglichen Blut-Kreislauf-Erkrankungen, die wir als Erwachsene eigentlich als ältere Menschen bekommen. Und das heißt also, wir halten uns da nicht an die Ordnungen Gottes. Es geht auch weiter. Rauchen gehört überhaupt nicht zu einer Ordnung Gottes. Ich bin zwar sehr tolerant, neben mir kann man rauchen, das macht mir nichts aus. Aber es schadet uns, das muss man ganz klar sagen. Und es schadet uns, sowohl in unseren Blutgefäßen, es schadet uns an der Lunge, es schadet uns an vielen Stellen. Ganz viele Krebsarten sind mitbedingt durch Rauchen. Das denken wir gar nicht. Und dann ist es halt so, dass wir danach trotzdem Hilfe haben wollen. Ist ja auch verständlich. Auch ein Raucher, der eine schwere Lungenerkrankung bekommen hat, möchte trotzdem Hilfe haben. Damit treiben wir die Kosten. Nicht erst seit Corona. Ein Mensch, der zu viel isst, zu viel trinkt, damit treiben wir die Kosten. Nicht erst seit Corona. Ein Mensch, der nach Thailand geht und dort guckt, ob er außerehelichen sexuellen Kontakt bekommt und hierher nach Hause Hepatitis B bringt. Eine Erkrankung, die nur durch
Geschlechtskontakt und Blutkontakt möglich ist oder Drogenmissbrauch, ich versuche alles auf Deutsch zu sagen, der bringt diese Krankheit mit. Der bekommt also eine Hepatitis B-Entzündung, eine Lebererkrankung. Nach 10 Jahren bekommt er Leberkrebs und dann will er eine Lebertransplantation haben. Das heißt, wir sehen, oder auch bei AIDS, wir sehen bei dieser Krankheit, also der Erkrankung, die durch ein Virus gekommen ist vor ungefähr 50 Jahren, wir sehen, dass diese Erkrankungen, die hauptsächlich übrigens bei Männern auftreten, bei homosexuellen Männern, dass diese Erkrankungen dadurch entstehen, dass wir nicht uns an die Gebote und Ordnungen Gottes halten. Das heißt, diese Erkrankungen, die könnten wir selbst wegkriegen, wenn wir uns einfach nur an die Ordnung Gottes halten. Ich sage nicht, dass wir alle Krankheiten deswegen wegbekommen, aber wir bekämen einen ganz großen Teil weg, wenn uns die Ordnung Gottes wichtig wären. Ein Ehepaar, das sich treu ist, das wird niemals AIDS bekommen und das bekommt auch keine Hepatitis B, weil diese Erkrankungen bei diesem Ehepaar nicht möglich sind. Das ist nur bei außerehelichem Kontakt, sexuellem Kontakt möglich. Und dagegen ist Gott ganz eindeutig. Das gibt es viele Stellen, auch wenn das jetzt vielen Menschen unbequem ist in der heutigen Zeit, dieses Thema, weil man denkt, Gott hat alle Menschen lieb und von daher guckt er weg und daher drückt er ein Auge zu. Ja, also zu den alternativmedizinischen Behandlungsmethoden. Wir haben, auch da habe ich ja ein großes Verständnis. Wir wissen von der Schulmedizin, die Schulmedizin ist kalt, sie ist nüchtern. Wir reden von der Galle in Zimmer 518 und wir reden nicht vom Patienten in Zimmer 518, der eine Gallenkrankheit hat. Wir reden, wir machen technische Medizin, wir machen Chemotherapien und die Menschen wollen nicht mit den Chemotherapien und den Antibiotika behandelt werden. Das sind für sie chemische Keulen, also wollen sie sanfte Medizin haben. Das ist ja auch alles erstmal verständlich, nur muss man sagen, auf was lassen sich die Menschen da eigentlich ein? Und ich bringe mal nur einzelne Beispiele. Auch das ist ja wieder ein ganz eigener Vortrag. Ein Beispiel, das wir ja hier in Deutschland hauptsächlich haben, ist die Homöopathie. Also mal zusammengefasst, das kam ja so auch dieser Vorbereitung auf den Vortrag, der Glaube daran, dass weiße Kügelchen, in denen nichts ist, helfen. Homöopathie heißt eigentlich auf Deutsch, ist ein griechisches Wort, ähnliches Leiden. Und das wurde von Herrn Samuel Hahnemann entwickelt, der 1750 bis 1840 lebte, der selbst Arzt war und der gesagt hat, die damalige Medizin ist furchtbar und das war sie auch, lauter Aderlässe und Blutegelbehandlungen und all solche Dinge. Damit kann man Menschen auch zu Tode bringen in der vermeintlichen Behandlung. Und da hat Herr Hahnemann gesagt, nee, da muss man was anderes machen. Und Herr Hahnemann war gleichzeitig ein sehr belesener Mann und hat in einer englischen Zeitschrift entdeckt, dass dort ein Mann eine China-Rinde zu sich genommen hat und dann gesund wurde. Und dann hat Herr Hahnemann das selbst auch an sich ausprobiert und hat gesehen, dass diese China-Rinde, die er zu sich genommen hat, da drin ist der Chinin-Extrakt, also das wird noch heute benutzt, dass dieses Chinin, diese China-Rinde bei ihm Symptome machte, Fieber, Schwäche, Gelenkschmerzen, wie die Krankheit, die er hatte. Und daraus hat er den ersten Lehrsatz aufgebaut, ähnliches heilt ähnliches, similia similibus curentur, ähnliches wird durch ähnliches behandelt. Und das heißt ja auch dieses griechische Wort Homöopathie, also ähnliche oder gleiches Leiden. Was gemeint ist also, Herr Hahnemann hat es dann weiterentwickelt und hat gesagt, ich nehme bestimmte Stoffe zu mir, die ein ähnliches Krankheitsbild, also ähnliche Symptome machen wie die Krankheit, die ich habe.
Und da er ja natürlich auch gewusst hatte, er war auch chemisch sehr informiert, dass er gesagt hat, also das kann ich ja nicht in dieser Konzentration nehmen, dann hat er das nach unserem Verständnis verdünnt. Herr Hahnemann hat es aber potenzieren genannt. Und in der Schulmedizin, also in meiner Ausbildung, haben wir nichts seinerzeit von Alternativmedizin gelernt. Und so habe ich mich also selbst belesen und schon jetzt inzwischen vor einigen Jahren und worüber ich als erstes gestoßen war, in meinem Verständnis oder Unverständnis, das ist das Wort potenzieren. Herr Hahnemann spricht in der Homöopathie von Potenzen. Und wenn Sie sehen, dann steht auf diesen Packungen steht drauf D5, D6, D10 oder sowas. Und was heißt das auf Deutsch? Das heißt, D heißt Dezi, das heißt also 10. Und D6 heißt hoch 6. Also 10 hoch 6. Und da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich konzentriert. Das ist ja, also was ist denn das für eine konzentrierte Lösung, die da die Menschen nehmen? Und habe das nicht verstanden. Habe dann verschiedene Menschen gefragt, habe dann Ärzte gefragt, habe dann Heilpraktiker gefragt und alle konnten mir das nicht richtig beantworten, haben mir nur gesagt, das schadet ja nicht. Also habe ich mich weiter informiert und gesucht, bis ich schließlich gefunden habe, es gibt das Buch von Herrn Samuel Hahnemann selbst und das Buch heißt Organon, die Heilkunst. Und da habe ich dann studiert und gesucht und jetzt habe ich die Antwort bekommen. Herr Hahnemann sagt, noch immer nennen Sie das Verdünnungen. Dabei ist es doch Potenzieren, Verstärken, unglaubliches Verstärken des Stoffes, der dabei eingesetzt wird. Und dann habe ich das so ein bisschen geahnt, um was es geht. Und dann an einer anderen Stelle schreibt er, es wird enthüllt das geistartige Wesen, das in dem Stoff drin ist. Also ist ganz praktisch. Wir nehmen meinetwegen Aconitum, das ist Eisenhut und meine Frau hilft mir gerade. Aconitum, also das ist ein gängiges homöopathisches Mittel und Eisenhut ist also ein starkes Gift. Und da habe ich jetzt gedacht, D6, das ist ja grauenhaft, wie schnell will man da einen umbringen? Nein, das heißt andersrum. Dieses Aconitum wird jetzt aufgelöst, dieser Eisenhut wird aufgelöst und jetzt wird er entsprechend in Verdünnungsstufen verdünnt. Das heißt, 10, also von einer Lösung von 10 Millilitern wird ein Milliliter herausgenommen und in 9 Milliliter eines Wasser hineingetan. Das habe ich jetzt also einmal verdünnt, 10 hoch minus 1, mathematisch, physikalisch, chemisch gesehen. Dann nehme ich aus diesem zweiten Gläschen oder aus diesem zweiten Röhrchen nehme ich wieder einen Milliliter heraus und gebe das wieder in 9 Milliliter Wasser hinein. Und jetzt habe ich entsprechend 10 hoch minus 2. Das heißt, 10 hoch minus 2 heißt 1 zu 100. Und das mache ich jetzt weiter. Ich gebe wieder einen Milliliter raus, nehme raus, gebe wieder diesen einen Milliliter in wieder 9 Milliliter hinein. Und dann habe ich 10 hoch minus 3, also 1 zu 1000 und so weiter. Also heißt D6 1 zu 1 Million. Also das heißt, also das ist schon eigentlich eine erhebliche Verdünnung. Und wieso spricht denn dann Herr Hahnemann immer noch von Potenzieren? Weil er sagt, jetzt erst wird die körperliche Hülle, also er spricht von der Enthüllung, die körperliche Hülle des Aconitum, also des Krauts, der Pflanze, wird wegverdünnt, sodass das geistartige Wesen, und er spricht dann weiter, und jetzt zitiere ich extra, damit Sie mir das glauben, bis durch gleiche Behandlung ein aufgelöstes Kügelchen eine geistige Arzneiflüssigkeit gebildet hat. Seite 233 schreibt er das.
Und Seite 227 schreibt dann Herr Hahnemann: Was Wunder also, wenn die jetzigen Naturkünder und Ärzte bisher an die zauberische Heilkraft der nach homöopathischer Lehre bereiteten Arzneimittel nicht glaubten. Also sie glaubten bisher nicht an die zauberische Heilkraft. Und da wurde mir plötzlich bewusst, Herr Hahnemann schreibt selbst ganz ehrlich, dass das Zauberei ist, dass die Homöopathie Zauberei ist. Das muss ich nicht negativ über die Homöopathie sagen und dann mir sagen lassen, Herr Beck, jetzt übertreiben Sie aber, sondern Herr Hahnemann selbst sagt selbst, das ist die zauberische Heilkraft. Und das ist das Geistwesen, was in der Pflanze ist. Also es geht nicht um das Quecksilber, was ich nehme gegen Durchfall, weil Herr Hahnemann sagt, Quecksilber macht Durchfall, also ist es gut gegen Durchfall. Und jetzt verdünnt man Quecksilber bis auf minus 10 hoch minus 4 oder 10 hoch minus 6 und dann hilft das. Es geht dabei nicht um das Quecksilber, sondern um den Geist, der im Quecksilber ist oder in dem Eisenkraut oder in dem Johanniskraut oder in dem anderen Kraut. Das ist also ein ganz anderes Denken, was Herr Hahnemann da verbreitet. Herr Hahnemann gibt ja noch genauere Anschriften, wie man dann zu verfahren hat. Jeder einzelne Verdünnungsschritt muss massiv geschüttelt werden. Diese Röhrchen, von denen ich erzählt habe, wo man immer einen Milliliter weiter überführt, der muss geschüttelt werden. Laut Herr Hahnemann schreibt er gegen ein Lederbuch. Und das macht die Deutsche Homöopathische Union heute noch in Karlsruhe. Sie haut es nicht gegen Lederbücher, diese großen Fiolen, diese großen Aufbereitungsflaschen, sondern gegen Lederblöcke. Das heißt also, wenn wir heute Homöopathie-Kügelchen zu uns nehmen, dann, ich muss das nochmal kurz erklären, dieses Dagegenschlagen, Mischen, was ich in der Chemie oder was wir in der Chemie im Chemiepraktikum ja auch gemacht haben, aber wir wollen da eigentlich nur durchschütteln und durchmischen, das hat bei Herrn Hahnemann eine besondere Bedeutung. Damit gebe ich erst richtig Kraft in diese geistartige Substanz durch mein Schütteln und mein Schlagen gegen diesen Lederblock, gegen das Lederbuch. Und durch mich hindurch kommt dann die kosmische Kraft, die in der Natur ist, durch mich hindurch, durch den, der schüttelt und der verdünnt. Das heißt, der Mann, der Mensch, der diese homöopathischen Stoffe zubereitet, ist ein Medium, ist ein Kanal für die kosmischen Kräfte. Herr Hahnemann sagt auch ganz klar, der war ja in mehreren Logen gewesen, in Hermannstadt und in Leipzig, der sagt auch ganz klar, in der Ewigkeit möchte er nicht mit Jesus Christus zusammen sein, sondern mit Jesus Christus, diesem Erzschwärmer, sondern mit Konfuzius, das ist also ein chinesischer Philosoph. Also wir müssen schon wissen, dass Homöopathie nicht so eine harmlose, sanfte Medizin ist, sondern dass wir uns damit einer Zauberei hingeben, ob uns das so gefällt oder nicht. Viele junge Mütter sagen mir ja immer nach dem Vortrag, ja, aber Herr Beck, ich möchte meinen Kindern nicht so eine Antibiotika-Keule geben, sondern dann nehme ich eben sanfte Medizin. Dann sage ich, der erste Teil war sehr gut, geben Sie keine chemische Keule dem Kind, sondern lassen Sie es ganz einfach mit irgendwelchen ganz simplen Hausmitteln, die wir alle kennen, nehmen Sie die dazu, aber machen Sie keine spezielle Zu- und Aufbereitung wie in der Homöopathie. Das heißt, hier machen wir was anderes. Gesundheit um jeden Preis geht hier dahin, dass wir uns anderen Göttern zuwenden. Dass wir und unbekannten Göttern, dass wir uns einer Zauberei hingeben. Und ganz praktisch, mich fragen ja auch, ja, aber welche Nebenwirkungen sind denn da? Ja, rein medizinisch, rein pharmakologisch sind da wohl keine Nebenwirkungen, obwohl man bei Quecksilber 10 hoch minus 4 oder 10 hoch minus 5, was verschrieben wird und angeordnet wird, nicht einfach so sagen kann, dass es keine Nebenwirkungen hat. Oder bei Johanniskraut
10 hoch minus 5 und 10 hoch minus 6, da sind noch Restsubstanzen noch drin in diesen Verdünnungen, die durchaus, wenn sie kumulieren, das heißt, wenn man das immer wieder und dauernd nimmt, dass man dann Schädigungen in seinem Blut- und Nervensystem bekommen kann. Das heißt also, in diesen Tiefpotenzen, so teilt man das in der Homöopathie ein, sind durchaus Schädigungen möglich. Erst in den Hochpotenzen, Herr Hahnemann sagt ja, D6 ist ja gar nichts. Wichtig und gut wird es erst bei D30. D30 heißt 10 hoch minus 30. Wenn man so ungefähr sich vorstellen kann, 10 hoch minus 8, also Herr Hahnemann spricht von D8, das ist ungefähr der Atlantik. Wenn ich also einen Teelöffel von Aconitum in den Atlantik gebe und den kräftig umrühre, den Atlantik, und da wieder einen Teelöffel rausnehme, dann habe ich so ungefähr D8. Ja? Wenn ich alle Weltmeere, wenn ich einen Teelöffel in alle Weltmeere gebe, dann habe ich so ungefähr D12 bis D15. Da also den Teelöffel reingebe, meinetwegen in die Mitte vom Pazifik, kräftig umrühre, bis alle Weltmeere gut durchgerührt sind und da wieder einen Teelöffel rausnehme, dann habe ich so ungefähr D15. Aber Herr Hahnemann sagt, das ist alles noch nichts. Die geistartige Substanz wird erst richtig frei in den Hochpotenzen, also bei D30. Und denken Sie bitte nicht, dass das Herr Hahnemann von 1760 ist, sondern das wird auch heute noch so gemacht. Auch heute noch wird D30 verschrieben. Das widerspricht endgültig jedem sachlichen Verständnis, denn wir wissen von der Physik, da gibt es die sogenannte Loos-Schmidtsche oder Avogadro'sche Zahl und die sagt, dass ab 10 hoch minus 23 nichts mehr in einer Substanz oder in einer Flüssigkeit von der Ursprungssubstanz mehr drin ist. Das heißt also, wenn ich den Eisenhut auf 10 hoch minus 30 verdünne, dann ist ab 10 hoch minus 23 nichts mehr von dem Eisenhut drin. Und trotzdem sagt Herr Hahnemann, D30 ist der Rest richtig gut. Also das ist auch, neben dem, dass er ja klar bekennt, dass es Zauberei ist, auch völlig jenseits von Logik und sachlichem Verstehen. Ein anderer Bereich, der ja auch häufig, das vermischt sich mit auch mit Gesundheit um jeden Preis, wir machen Yoga. Und Yoga ist eigentlich ein Wort aus dem Hindu, dem Sanskrit. Und im Sanskrit, das ist also eine uralte Sprache, heißt Yoga Anschirung. Und so wie Sie mich ja jetzt kennenlernen, ich bin einer, der dann immer nachliest. Und früher habe ich im Brockhaus nachgelesen, heute kann man ja auch im Internet nachlesen. Also da steht ganz klar, Anschirung, Yoga heißt Anschirung. Wir denken, dass das Wort Joch von dem Wort Yoga herkommt. Und Anschirung an wen? An wen schirre, also an wen binde ich mich? Ich binde mich an Brahman, den Gott des Nichts. Das heißt also, ich binde mich an einen Gott, erstens, und zweitens an einen Gott, an den Gott des Nichts. Ich versenke mich immer mehr in das Nichts, in den Gott des Nichts. Da wird es also deutlich ausgesprochen. Und wir sagen natürlich, hier in der westlichen Welt, das hat ja damit haben wir nichts zu tun. Wir machen westliches Yoga, wir machen christliches Yoga. Und da muss man einfach klar sagen, das kann man verdrehen und da kann man eine neue Etikette draufkleben. Eigentlich ist es dann Etikettenschwindel. Yoga bleibt Yoga, weil es eben diese Verbindung eigentlich gemeint ist. Und was wir in den Körperübungen machen, also in den Asanas, das heißt in diesen Körperhaltungen, da geht es uns nicht um Streck- und Bewegungsübungen. Also das kann man in jedem Turnverein machen oder bei sich zu Hause auf seiner Matte. Dazu braucht man kein Yoga. Dass man dabei eigentlich
eins werden will mit dem Universum und konkreter noch mit Prana, der kosmischen universellen Energie. So wird das klar, kann man überall im Internet nachlesen, so wird das klar beschrieben. Und da wir im Westen erstens ungläubig sind, zweitens wissenschaftlich orientiert, versuchen wir dann, das Yoga umzuerklären. Deswegen bleibt Yoga aber trotzdem Yoga, was es eigentlich ist. Ein anderer Bereich ist, dass wir in der chinesischen Medizin, da gibt es ja auch viele Anhänger inzwischen, die traditionelle chinesische Medizin, TCM, und ein ganz besonders bekannter Bereich davon ist die Akupunktur. Das heißt, der Versuch, Schmerzbefreiung zu bekommen bis hin zu Narkoseersatz. Und man hat eine Zeit lang gedacht, dass das auch wirksam ist. Und dann hat man gemerkt, das ist doch nicht so wirksam. Dann sind natürlich die, die das am genauesten nehmen, sind ja die Deutschen. Und dann hat man eine German Study aufgelegt, die GERAC-Studie. Und da hat man dann festgestellt, dass es in manchen Bereichen zu 47% wirkt. Und dann hat man aber festgestellt, dass ganz viele Fehler da drin sind in dieser Studie. Das heißt, erstmal, die Akupunktur wurde einmal so gebracht, wenn man den Menschen erklärte, also passen Sie auf, wir stechen da nur rein und ansonsten mal sehen, ob das überhaupt was bringt, ist eine Frage. Und der anderen Gruppe hat man erklärt, also das bringt in den allermeisten Fällen was und wir haben schon damit sehr viele Erfolge erreicht. Dann hat man festgestellt, der Unterschied ist eben 47%, dass es hilft, zu 43%, dass es nicht hilft. 10% hat man sowieso ausschließen müssen, weil da verschiedene Studienfehler waren. Das heißt also, eigentlich ist es ein sehr wesentlich psychischer Effekt, der dabei und Beeinflussung, der dabei wirksam wird. Trotzdem haben das die Krankenkassen anerkannt, weil es eben eine leichte Neigung gab zu dieser Wirksamkeit von 47%. Was steht da eigentlich dahinter? Akupunktur ist ein lateinisches Wort und heißt hineinstechen, spitzes Stechen. Das machen die Chinesen seit vielen Jahrtausenden. Was steht da dahinter? Die Vorstellung, dass durch uns bestimmte Bahnen laufen, sogenannte Meridiane, 12 Meridiane, und auf diesen gibt es 357 Punkte. Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Und das erinnert ja sehr stark an astrologische Vorstellungen und Jahreszeitenvorstellungen. Aber was noch viel wichtiger ist dahinter, man denkt, dass da auf diesen Bahnen die Energie läuft. Und die nennt man im Chinesischen Qi. Und diese Qi-Energie läuft durch den Menschen durch, wenn er gesund ist. Und sie wird blockiert, wenn er krank ist. Und diese Akupunkturstellen sollen diese Blockaden wieder beheben. Und wenn man da also reinsticht, dann werden diese Blockaden behoben und es wird wieder frei und die Lebensenergie Qi kann wieder fließen. Und ich habe mich natürlich dann auch wieder belesen zu der Lebensenergie Qi. Und was heißt die Lebensenergie Qi? Wodurch wird sie beeinflusst? Sie wird beeinflusst von Yin und Yang. Sie kennen dieses Kreisbild mit diesen beiden Wellen, eine Welle schwarz, eine Welle weiß und da drin diese entgegengesetzten weißen bzw. schwarzen Punkte. Und dann muss man sich natürlich fragen, was heißt eigentlich Yin und Yang? Yang heißt, können Sie auch im Internet lesen, Yang heißt hell. Das ging eigentlich so von der Vorstellung von Tal und Berg und Sonne, worauf die Sonne strahlt. Sind die Gedanken gewesen im Chinesischen. Also Yang ist da, wo die Sonne draufstrahlt, das ist das Helle und Yin ist das Dunkle.
Aber Yang ist auch das Gute und das Männliche und das Starke und das Positive. Und Yin ist das Dunkle, das Schwache, das Weibliche, das Negative, das Kalte. Und da denke ich, das ist doch eigentlich gar nicht unsere Vorstellung, wie wir hier von Mann und Frau denken. Also wenn ich einem Akupunkturanhänger, und darunter gibt es ja viele Frauen, erklären würde, dass Yin das kalte, weibliche, schlechte ist und Yang ist das männliche, gute, positive, helle, dann würde ich Probleme bekommen von Feministen und anderen Menschen. Also ich denke, wir lassen uns hier, abgesehen davon, dass wir uns auf völlig fremde Götter einlassen und Kräfte, die wir überhaupt nicht in Kontrolle haben, die aber dann uns in Kontrolle haben. Denn wenn ich mich darauf einlasse, abgesehen davon, dass ich es schlimm finde, sich überhaupt stechen zu lassen, also ich bin Arzt und ich steche viel, aber ich mache das mit viel Bedacht und viel Vorsicht, was da in der Akupunktur alles gestochen wird, das ist teilweise horrend. Da muss man einfach daran auch denken, dass wir uns unter Einflüsse von Mächten begeben, die wir nicht in Kontrolle haben, sondern die uns in Kontrolle haben. Und was hier in Deutschland noch viel vertrieben oder viel angepriesen wird, sind die Lehren von Herrn Steiner, die Anthroposophie. Anthroposophie heißt die Weisheit des Menschen. Anthros, griechisch der Mensch, und Sophie, die Weisheit, die Lehre, die Weisheit des Menschen. Und Herr Steiner, der selbst ein promovierter Mann war in Physik und in Philosophie, der versuchte, das Geistige im Menschen mit dem Geistigen im Universum zu verbinden. Und hat verschiedene Lehren aufgebaut in der die anthroposophische Medizin, über die ich gleich kurz sprechen werde, den biodynamischen landwirtschaftlichen Anbau und die Waldorfschulen. Das sind so die bekanntesten Dinge. Und seine Gedanken sind, obwohl Herr Steiner 1880 bis 1950 gelebt hat, er hat also nicht in irgendwelchen grauen Vorzeiten gelebt, dass man sagen muss, das, was Herr Steiner da an Gedanken bringt, ist unglaublich. Also Herr Steiner spricht von unserem Körperaufbau in Form von vier Wesensgliedern. Wir haben zum einen unseren physischen Leib nach Herrn Steiner, wir haben unseren Astralleib, das heißt unseren Sternleib, und wir haben unseren Ätherleib, das heißt unseren Luftleib, und wir haben das Ich. Und diese Wesensglieder sind nach Herrn Steiner in einem Wesensgliedergefüge und wir sind gesund, wenn diese Wesensglieder alle in Harmonie leben. Und wir werden krank, wenn sich eins der Wesensglieder versucht hervorzutun. Wenn also der Ätherleib in uns bestimmt, wo es lang gehen soll. Oder wenn der Astralleib in uns sagt, was er möchte. Und diese werden wiederum von allen möglichen Astralleib, Sternleib, von allen möglichen Sternen beeinflusst. Das heißt, wir werden beeinflusst von Natur, von Saturn, Neptun, von Jupiter, von allen möglichen Sternen werden wir beeinflusst nach Herrn Steiner. Und entsprechend können wir krank werden, wenn diese Leiber in uns in ein Durcheinander kommen. Nach Herrn Steiner ist Krankheit nichts Schlimmes, sondern ist eine Herausforderung, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und zu einem höheren, positiven Wesensgliedergefüge zu kommen. Das sind Gedanken, die kann man kaum nachvollziehen. Ich kann keinem Krebspatienten erklären, dass die Krankheit eine Herausforderung ist.
da würde mich der Patient zur Tür hinausschicken. Ich glaube trotzdem, Herr Steiner hat unglaublich Erfolg. Sowohl die anthroposophische Medizin, besonders in Wittenherdecke, als auch hier in Süddeutschland auf den Filderkliniken, spricht viele Menschen an, weil sie eben wieder sanft ist, weil sie mit viel Patientengespräch kommt, was sehr positiv ist. Ich sagte ja bereits, wir Schulmediziner sind meistens, so muss man es leider auch wirklich sagen, kurz angebunden, um nicht zu sagen kalt. Aber es liegt ja an uns persönlich, ob wir so sind und bleiben wollen oder ob wir uns ändern wollen. Jedenfalls, die anthroposophischen Ärzte sind viel besser, deutlich besser zugewandt. Nur trotzdem, wie gesagt, sie vertreten Vorstellungen, die nicht sachlich, nicht logisch, nicht verständlich begründbar sind, die einer Welt entstammen, die einer Geistwelt entspricht. Danach muss man bei Herrn Steiner, um richtige Erkenntnis und Erleuchtung von den Dingen zu bekommen, einen sogenannten Geheimpfad gehen. Und diesen Geheimpfad als Geheimschüler, den bekommt man erst in mehreren Sitzungen wirklich nahegebracht. Und man kommt dann in Bereiche hinein. Da gibt es den großen und den kleinen Hüter mit der Türschwelle. Da sage ich, das geht stark ins Okkulte, das heißt also ins Verborgene, ins Mystische hinein. Nach Herrn Steiner, der übrigens ja auch bekannt geworden ist durch, wie gesagt, durch die Waldorfschulen, wo diese Dinge auch vertreten werden, der bekannt geworden ist durch verschiedene Firmen, die Firma Veleda, nach einer germanischen Priesterin, die Firma Demeter, genannt nach der griechischen Göttin für Ackerbau und Fruchtbarkeit. Da muss man bedenken, was hinter diesen ganzen Firmen und hinter diesen ganzen Gedanken steht. Es sind nicht einfach nur harmlose, nicht schulmedizinische Medizin, alternativmedizinische Verfahren, sondern da steht sehr gewaltiges Gedankengebäude dahinter, wo wir vorsichtig sein müssen, auf was wir uns da einlassen. So dass ich also jetzt so mal zum Teil 2 komme, wie bin ich da durch das Ganze selbst gegangen? Ich selbst habe Medizin gemacht, wie gesagt, weil mir eine Stimme sagte, die ich ja überhaupt noch nicht einordnen konnte, mach Medizin. Und dann habe ich dann mit Begeisterung Medizin angefangen und habe da erstmal meine Doktorarbeit gemacht in Heidelberg. Dann bin ich nach Hannover gegangen, weil ich mit den Besten der Besten zusammenarbeiten wollte und weil ich habe das ein Spitzenabitur, ich habe ein Spitzenstaatsexamen und mein Anspruch war gewesen, da wo ich bin, darf keiner mehr sterben. Und an der Hochschule Hannover, wo ich viel Forschung gemacht habe, habe ich gemerkt, selbst dort, wo genau solche ehrgeizigen Ärzte wie ich sich versammelt haben, sind die Menschen trotzdem gestorben. Und das hat mich mit der Zeit kaputt gemacht. Ich bin auf großen Kongressen, Weltkongressen gewesen und habe dort gesprochen, Vorträge gehalten, wie großartig unsere Forschungen sind. Und dann kam ich nach Hause und die Menschen starben trotzdem an Leukämie. Sie kamen und ins Krankenhaus und nach 14 Tagen waren sie tot. Und ich habe mich langsam gefragt, wozu mache ich das alles? Und zu der Zeit war ich schon verheiratet und unser drittes Kind war unterwegs. Meine Frau ist Christ schon damals gewesen und hat für mich gebetet. Und ich habe aber davon nichts wissen wollen und ich habe so meinen Weg gehen wollen. Und eines Tages hat mich bei
beim Abschluss einer Visite auf der Dialysestation, also der künstlichen Niere, der Oberarzt mir gesagt, Dr. Beck, Sie sollten beten. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Der Oberarzt ist ein sehr dynamischer, wissenschaftlich orientierter Arzt gewesen, sehr erfolgreich und sagt mir sowas. Und ich habe kurz gedacht, vielleicht sollte der beten. Und dann habe ich das also erstmal weggewischt. Und nach ein paar Tagen ging das, habe ich mich daran erinnert. Und dann ging das doch, merkte ich doch tiefer in mich rein. Und dann hat er mich nach ein paar Wochen eingeladen auf eine Tagung von Christen im Marburger Kreis. Und da bin ich also dann hingegangen. Und da war die Möglichkeit, dass man sich zurückziehen kann. Also erstmal gab es tolle philosophische Vorträge über alles Mögliche. Und das hat mich sehr begeistert. Und dann konnte man sich also zurückziehen. Und ich habe mich gefragt, jeder sollte so überlegen, wie es in seinem Leben ist. Und ich habe mich gefragt, wozu ich da eigentlich sitze. Und je tiefer es der Abend wurde und die Nacht kam, habe ich dann doch gemerkt, dass mich doch selbst auch in meinem Leben Dinge beschäftigen. Schon ein paar Wochen vorher erinnerte ich mich, war sehr schwermütig geworden durch diese Nichterfolge in meinem beruflichen Leben. Da habe ich schon mal gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du mir hilfst. Und wenn es dich nicht gibt, weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll. Und in dieser Nacht habe ich also mich hingesetzt und mir kam plötzlich richtig hoch, dass ich einen Hass und einen Neid auf alle möglichen Menschen habe. Angefangen auf meine Frau, meinen Bruder, dass ich dachte, meine Frau, die kann Klavier spielen, ich kann kein Klavier spielen, andere können Fußball spielen, ich kann kein Fußball spielen. Mein Bruder, der sieht super gut aus, alle Frauen gucken nach ihm. Schon als wir junge Kinder waren, dann guckten die nach ihm im Bus und in der Straßenbahn und kein Mensch guckte nach mir. Und mir war sehr bewusst, mit Latein 1 und mit Physik 1 kann ich ja auch kein Mädchen begeistern. Das interessiert sich deswegen nicht für mich. Es kam noch schlimmer. Ich war Nichtschwimmer und ich bin ein paar Mal fast ertrunken. Und dann stand ich also, Sie sehen mich ja nicht von meiner Körpergröße, ich bin also 1,96 Meter groß. Und dann stand ich da mit 13 im Schwimmbad und im Nichtschwimmerbecken und guckte sehnsüchtig, wie da drüben auf der anderen Seite alle in im Schwimmbad langschwammen. Und so verging mein Leben und es kam ja alles so in Erinnerung. Und dann merkte ich, dass ich so richtig mit Gott haderte und dass ich so richtig Probleme hatte, eigentlich auch Gott, warum ist es so, wenn es dich gibt, warum ist das alles so? Und je tiefer die Nacht wurde, merkte ich, dass auch mit mir nicht alles in Ordnung ist. Und ich merkte auch, was ich schon in meinem Leben falsch gemacht habe. Aber das war jetzt nicht so groß, denn ich hielt mich für einen feinen und netten Kerl. Und vielmehr habe ich mich über Gott und die Welt aufgeregt. Und da merkte ich plötzlich, wie mir jemand sagt, Peter, raus damit, alles, sag das mal, sprich das mal alles aus. Und Sie müssen wissen, ich war so ein Anhänger von Philosophien wie Sartre, Nihilismus, das heißt also nichts, die Philosophie des Nichts. Und dass wir alle in einem Nichts enden werden. Und wenn ich sowas zu Hause erzählte, dann hat mein Vater gesagt immer, jetzt ist Ruhe, ich möchte davon nichts mehr hören. Und hier sagt mir plötzlich eine Stimme, Peter, weiter so, raus damit, raus damit. Und ich war verwundert. Und dann habe ich also weitergesprochen. Und plötzlich kam mir, dass ich drehte mich um und sah da Jesus sitzen. Und er saß ganz ruhig da und sagte mir, Peter, weiter so und raus damit. Und ich war völlig platt. Ich habe
noch nie mich mit Jesus beschäftigt. Jesus war mir überhaupt nicht wichtig. Ich dachte, Jesus ist nur so ein lieber Kerl gewesen, der mit seinen Schlappen durch Israel läuft und da Liebe verkündet und ansonsten hat er nichts zu sagen. Und plötzlich merkte ich, dieser Jesus sagt mir, aus damit, weiter so. Und das Unglaubliche war, ich merkte, Jesus hat mir gar nicht erstens was dagegen gesagt. Zweitens, er hat es verstanden. Ich habe manchmal gedacht, mich versteht gar keiner mit meinen hohen, schwierigen Gedanken. Und dann habe ich gemerkt, Jesus versteht es und er lehnt mich nicht ab. Der findet es jetzt nicht gut, was ich sage, aber er lehnt mich nicht ab. Und Sie müssen wissen, so bis dahin habe ich immer so gedacht, entweder ich habe recht oder der andere hat recht. Entweder ich bin der Sieger oder der andere ist der Sieger. Dann bin ich der Verlierer oder der andere ist der Verlierer. Und hier war es plötzlich ganz anders. Jesus hat mich trotzdem weiterreden lassen und ich war nicht der Verlierer, sondern ich habe mich ausgesprochen und ich habe gemerkt, Jesus hat mich lieb. Das kam plötzlich. Ich merkte plötzlich, Jesus ging es gar nicht darum, ob ich recht habe oder nicht recht habe, sondern Jesus ging es darum, dass ich frei werde von diesen ganzen Gedanken und dass ich frei werde von diesen ganzen furchtbaren Gedanken und Hass und Neid und dass er mich trotzdem lieb hat. Und da merkte ich plötzlich, wie groß Jesus ist, wie gewaltig er ist. So einer war mir noch nie begegnet. Und so habe ich am nächsten Tag, als mich jemand gefragt hat, was ich erlebt habe, habe ich dem das kurz erzählt. Und dann hat er mich gefragt, bist du denn bereit, dein Leben Jesus zu geben? Und ich habe gesagt, ja, ich bin bereit, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich glaube, dass er das hinkriegt. Mein Problem war immer gewesen, was ist richtig und was ist falsch. Und wenn ich in der Klinik war, dann hat mich der Oberarzt, mit dem ich Dienst hatte, der hat mich am nächsten Morgen geschützt gegen die angreifenden anderen Oberärzte und anderen Assistenzärzte, die gesagt haben, oder Chefärzte, die gesagt haben, was wir da alles für einen Schrott gemacht haben. Aber ein paar Nächte später, dann hat dieser gleiche Oberarzt, wenn der nicht mit mir Dienst hatte, dann hat er mich auch angegriffen und hat gesagt, was wir da falsch gemacht haben. Und so habe ich immer wieder gemerkt, ich bin eigentlich allein. Wer steht denn zu mir? Wer hält denn zu mir? Und wer sagt mir, was richtig und was falsch ist? Und da habe ich gemerkt, der zu mir hält, ist Jesus. Und der sagt mir auch, was richtig und was falsch ist. Und so habe ich einen Mut bekommen, als ich da nach Hause fuhr von der Tagung, so habe ich Mut bekommen, neu zu leben. Und ich habe Mut bekommen, neu in meinen Beruf zu gehen. Und ich habe dann meinen Beruf erst richtig gemocht. Und ich war vorher ein großer Theoretiker. Ich wurde da erst richtig auch ein praktischer Mensch. Ein Jahr später waren wir auf einer Tagung und da hat eine Frau einen Vortrag gehalten und hat das Thema gehabt, Jesus spricht zum Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und das ging bei mir durch und durch. Und weil ich eben auch Petrus heiße, da habe ich mich persönlich so angesprochen gefühlt, dass ich gemerkt habe, Jesus fragt mich, hast du mich lieb? Und ich habe gemerkt, in diesem Jahr, das vergangen war, seit meiner Lebensübergabe, war ich eigentlich mehr so ein bisschen wie ein Baby. Jesus hat mich lieb und das ist schön. Und damit war gut. Und jetzt fragt Jesus, hast du mich lieb? Und daran habe ich gemerkt, dass ich eigentlich wirklich viel mehr darauf gucken muss, dass ich Jesus nachfolge, dass ich das tue, was ihm wichtig ist. Und dass ich auf den Weg gehe, was er sich vorstellt. Und so fingen wir dann auch an, dass ich dann eben mutig wurde und auch angefangen habe, von Jesus zu reden. Ich habe ja am Anfang furchtbar Angst gehabt, weil ich dachte, die greifen mich alle so an, wie ich früher Menschen angegriffen habe, wenn sie vom Glauben reden. Und das war unglaublich, dass ich wirklich reden konnte.
Und Menschen haben mich gar nicht angegriffen, sondern haben mir zugehört. Ich habe für Menschen gebetet. Ich habe mit Menschen gebetet, wenn es ihnen wirklich ganz, ganz schlecht ging. Wir haben Wunder erlebt. Das war unglaublich. Was ich Ihnen so damit auch sagen will, dass wir ganz neu ein Vertrauen auch bekommen sollen in Gott. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Thema Gesundheit um jeden Preis. Mir wurde auch so in der Vorbereitung dieses Themas auch bewusst, Gesundheit um jeden Preis. Was ist mir denn noch wichtiger als Gesundheit? Gibt es was noch wichtiger ist? Dabei wurde mir zum ersten Mal bewusst für diesen Vortrag, den höchsten Preis für unsere Gesundheit hat Jesus gezahlt, indem er für uns ans Kreuz ging. In Jesaja 53 gibt es diese Bibelstelle. Er hat sich schlagen lassen für unsere Sünde und Schuld und unsere Missetaten und unsere Krankheiten. Das heißt, Jesus hat auch für unsere Gesundheit, auch für unsere Genesung den höchsten Preis bezahlt, den es überhaupt gibt. Es gibt kein mehr Geld als diesen Preis. Und dann wurde mir bewusst, was gibt es denn noch Wichtigeres als Gesundheit? Wir sagen ja immer, wenn wir uns was wünschen, Gesundheit ist ja das Allerwichtigste. Und mir wurde so bewusst, das Allerwichtigste, wenn ich so ganz einfach, wenn man mich fragt, dann ist mir gar nicht mal so sehr Gesundheit wichtig, sondern mir ist schlichtweg Leben wichtig. Leben ist mir das Wichtigste. Und mir ist wichtig, dass ich denken, fühlen und handeln kann, ob ich jetzt gesund bin oder nicht. Es gibt ja Menschen, die chronische Rheumaerkrankungen, chronische Lungenerkrankungen haben, Multiple Sklerose, andere Erkrankungen. Da bin ich erstaunt, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Lebenskraft viele dieser Menschen gehen und leben, ohne dass sie gesund sind. Und das hat mich so dazu geführt, gibt es etwas, was wichtiger ist als Gesundheit? Und das ist eben, ich sage es mal, insgesamt Leben. Und dabei wurde mir bewusst, ich brauche jemanden, der mir hilft, der mich schützt, dass ich so leben kann, dass ich weiß, es ist gut so, dass ich geschützt bin in meinem Leben, dass ich geführt bin in meinem Leben. Dazu ist eine Bibelstelle, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Und weiter heißt es dann da drin, das ist der Psalm 91, der spricht, du bist meine Zuversicht, also Gott, du bist meine Zuversicht. Eine andere Bibelstelle, befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird es wohl machen. Also ich bin einer, der ist so, kriegen Sie so ein bisschen mit, ich bin recht aktiv, auch noch jetzt mit meinem Alter, immer weiter. Ich bin munter und aktiv und ich brauche da jemanden, der mich führt, sodass ich also auch wirklich meine Wege Gott anbefehle. Und ich hoffe darauf, dass er mich führt. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Jesus ist mein Hirte. Jesus ist der gute Hirte, der mich führt und ich bin sein Schaf. Ich habe vorhin mir aufgeschrieben, ich bin ein promoviertes Schaf. Ja? Ein Schaf ist, ob es nun dumm ist oder nicht dumm, aber ein Schaf weiß und hört die Stimme seines Hirten. Und ob ich nun promoviert bin oder nicht promoviert bin, ich höre auf die Stimme Jesu. Und mir ist wichtig, seine Stimme zu hören. Und ich frage immer wieder, Herr Jesus, was soll ich tun? Ist das richtig oder ist das richtig? Auch immer weiter mache ich das so. Wenn hier zu Hause jemand von uns ein Medikament braucht, dann bete ich dafür, dass es richtig wirkt, dass es so wirkt, wie es wirken soll. Wir fragen vorher, ob überhaupt ein Medikament nötig ist. Und wenn es nötig ist, dass es so wirkt, wie es wirken soll und keine Nebenwirkungen hat. Dies bete ich regelmäßig. Und ich bete regelmäßig auch in anderen Dingen. In ganz normalen alltäglichen Dingen habe ich gelernt
zu beten. Und ich merke, dass mein Leben viel, viel sicherer läuft. Und mit dem Wort sicher wird mir bewusst, wir suchen ja nach allen möglichen Sicherungen und Versicherungen. Ich verurteile deswegen also nicht eine Auto- oder Hausversicherung. Es ist nicht so, dass ich einfach nur bete. Aber ich frage vorher, Jesus, ist es richtig, dass ich diese Autoversicherung, diese Hausversicherung mache und ich stelle sie unter seinen Segen, unter seinen Gehorsam, dass es so ist, wie wir das möchten. Wir sind ja Menschen, die uns gegen alles Mögliche versichern. Und da komme ich so langsam darauf, versichern wir uns auch für Dinge, die auf uns zukommen können. Und das ist also dieses Leben und das ist eigentlich das Leben, das heißt die Ewigkeit. Ich bringe mal so, das mal so ganz praktisch. Wir können ja mal so sagen, wir können Ewigkeit ablehnen, wir können sagen, also wenn ich sterbe, bin ich tot und dann ist aus. Die andere Möglichkeit ist, dass es Ewigkeit gibt. Und wir können ganz einfach mal ganz sachlich sagen, die Ewigkeit gibt es zu 50%. Und zwar, es gibt sie oder es gibt sie nicht. Gott gibt es, wenn wir ganz sachlich vorgehen, zu 50%. Es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. 50%, darauf will ich hinausgehen kommen, sind eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wir sichern uns mit unseren Auto- und Hausversicherungen gegen viel, viel seltenere Dinge ein, die eintreten könnten. Hagel und Feuer und Steinschlag oder sonst was. Wir versichern uns auch gesundheitlich gegen alle möglichen Dinge, die kommen könnten und sind vorsichtig. Zum Beispiel, wir passen auf, dass wir versichert sind und dass wir Untersuchungen machen, dass wir zum Beispiel kein AIDS über eine Blutübertragung bekommen. Inzwischen ist die Wahrscheinlichkeit unter 1 Million, dass man AIDS durch eine Blutübertragung bekommen kann. Und trotzdem müssen wir die Patienten aufklären. Also über eine ganz, 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 ganz seltene Wahrscheinlichkeit. Jetzt kläre ich Sie über die hohe Wahrscheinlichkeit auf, dass es zu 50% Ewigkeit gibt, zu 50% Gott gibt. Und dass wir uns darüber im Klaren werden sollten, dass es eine Ewigkeit gibt. Und unter den ganzen Göttern, die es gibt, gibt es einen Gott und das ist der Vater von Jesus Christus. Ich gehe ganz sachlich vor und der hat eine Bibel herausgegeben und in dieser Bibel wird auch über die Ewigkeit gesprochen. An mehreren Stellen. Und das Erstaunliche ist, dass die Bibel in vielen Dingen sich bewahrheitet hat. Die Bibel ist auch zum Beispiel ein Geschichtsbuch. Als ich in Jerusalem gewesen bin mit meiner Frau vor ein paar Jahren, habe ich gesehen, das, was da in der Bibel steht, ist wirklich so gewesen. Das heißt also, das ist nicht ein Märchenbuch, das ist nicht ein Geschichtebuch, sondern es ist ein Tatsachenbuch. Vieles davon verstehe ich auch nicht, vieles frage ich auch nach, vieles kapiere ich bis jetzt noch nicht, werde ich auch nie kapieren in dieser Welt. Aber ich weiß, dass dieses Buch sehr viel mehr ist als das, wofür wir es halten, dass es nur ein Märchenbuch sei. In diesem Buch wird also über die Ewigkeit gesprochen und dass wir uns bewusst werden, dass wir nicht nur dieses Leben haben, das uns wichtig ist, das mir auch wichtig ist. Und deswegen habe ich dieses Leben auch mir neu schützen lassen durch Jesus und habe mich ihm anvertraut. Sondern es gibt auch ein ewiges Leben. Und dieses ewige Leben wird zum Beispiel auch beschrieben in Lukas 16. Da gibt es die Stelle, wo Jesus sagt, es gibt den reichen Mann und es gibt den armen Lazarus. Und der reiche Mann sitzt da und ihm ist total heiß, denn er sitzt in Flammen, nachdem er gestorben ist. Und der bittet den Abraham, lass doch den Lazarus mal hier rüberkommen und dass er mir ein bisschen feucht macht, ein bisschen nass macht mit dem
mit seinen Fingern. Und der Abraham sagt, nee, das geht nicht. Du kannst nicht hierher und wir können nicht zu dir. Und dann sagt der reiche Mann einen wichtigen Satz, finde ich. Da sagt er, dann schick doch jemanden, dass er den meinen Brüdern sagt, wie das hier aussieht. Und da sagte Abraham da ihm, nee, das geht nicht. Die Menschen können Mose lesen und die können die Bibel lesen. Und wenn sie der Bibel nicht glauben, dann bringt es auch nichts. Und selbst wenn Tote auferstehen würden, dann wird es auch nichts bringen. Und dabei ist mir bewusst geworden, Jesus ist der, der diese Geschichte erzählt. Jesus ist der, dass der in unsere Welt sieht, in unsere sichtbare und auch in diese unsichtbare Welt sieht. Er kann also beurteilen, wie es jetzt ist und wie es mal sein wird. Und er erzählt uns und berichtet uns, dass wir aufpassen müssen, dass wir es jetzt jetzt auf die Reihe bekommen, wie wir jetzt leben wollen und wie wir jetzt weitergehen wollen und wie wir mal in Ewigkeit weitergehen werden. Denn dann ist es entschieden. Also entscheiden muss ich hier. Das heißt, hier muss ich mir klar werden, was will ich? Was will ich hier und jetzt, heute? Und was will ich in der Ewigkeit? Jetzt mache ich erstmal Schluss und bete mal für uns alle. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier miteinander verbunden sind, auch auf diese Weise. Und ich danke dir, dass du da bist. Und für die, die das jetzt wirklich berührt, die merken, sie haben vielleicht sowas wie Hass und Neid oder andere Probleme in ihrem Leben. Für die bete ich jetzt, Herr Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich, dass du mich annimmst. Ich bringe dir alle meine Verfehlungen, meine Sünden, Herr Jesus, alles das, was mich von dir trennt. Ich bitte dich, dass du mir vergibst und dass du mich neu annimmst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du mir hilfst, dass du mir ein neues Leben schenkst. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich auferstanden. Und du bist der Herr dieser Welt und dieses Universums. Und ich bitte dich, dass du dich meiner annimmst, dass du mir hilfst, dass ich herauskomme aus meinem bisherigen Leben und dass du mir ein neues Leben schenkst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Herr bist, der mich führen wird. Und jetzt eben komme ich auch noch drauf, auf zu beten für die, die schon mal mit Jesus gegangen sind und die sich dann von ihm entfernt haben. Herr Jesus, ich komme auch zu dir. Ich weiß nicht, ob du mich noch annimmst. Ich weiß nicht, ob du noch bereit bist, mit mir zu sprechen. Ich bitte dich, dass du mich annimmst und dass du wieder neu mit mir sprichst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass ich wieder zu dir kommen kann und dass du mein Leben neu in die Hand nimmst. Ich übergebe dir es und merke, und weil ich merke, dass ich nicht alleine zurechtkomme. Und ich danke dir, dass du der Herr bist. Amen. Vielen Dank. Übrigens, ich habe mich mit meinem Bruder total versöhnt. Mein Bruder ist nicht Christ geblieben, aber wir haben uns total versöhnt und wir mögen uns total. Einfach mal das als Beispiel.